Ja, die. Ja, dass man die Trophäen überhaupt erstmal kriegen kann. Leider werden wir auf dem Radar unten dann diese ganzen Enigma-Sachen nicht angezeigt. Das wäre schon sehr gut. So, jetzt muss ich wieder zurück ins Waisenhaus. Okay, das war... Wo? Wenn wir gerade auf dem Weg sind, können wir ja auch noch hier den Musikantenstadel mitnehmen. Ah, hier. Scheiße. Imperfekt. Ja, da scheint jemand echt was gegen die Leute zu haben, die so ein paar Verkrüppelungen hatten und so. Wir können nur hoffen, dass uns das Opfer Aufschluss über die Identität des Killers gibt. Wer schon... Was haben wir denn da? Jemanden Aneurysma oder sowas. Eine Besonderheit auf der Brust des Opfers. Sieht nach einem markanten Muttermal aus. Was ist das denn? Ist das das schon? Anscheinend eine Kugel oder was? Die Kugel steckt tief im Oberarm fest. Diese Art von Munition wird vorwiegend aus Jagdgewehren abgefeuert, die seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden. Was ist denn unser dritter Hinweis? Wollen wir doch mal schauen. Nein. Irgendwas an den... Ah, Füßen. Am linken Fuß fehlen einige Zehen. Die Stelle der Amputation weist auf eine Entfernung von totem Gewebe nach Erfindungen hin. Alfred, das Opfer heißt Robert... Armer Kerl. Er war ein Mikrobiologe von Stark Enterprises. Viele dachten, die Schießerei stünde in Verbindung mit Kinkids Wissen über kontroverse Forschungen, aber das stimmte nicht. Er nahm einen Lehrauftrag in Atlanta an und dort wurde er als Vermisst gemeldet. Hast du irgendwas entdeckt, was die Opfer verbindet? Ich kann keine persönliche Verbindung zwischen den Opfern ausmachen, aber jedes verschwand in der Nähe eines Parks oder Sportplatzes. Okay. Finde heraus, ob irgendetwas diese Orte verbindet. Sehr wohl, ich kümmere mich. Na dann. Weiter geht's. Ey, warte mal. Jetzt muss ich den Riddler-Dingsbums erst wieder aktivieren, ne? Selina sitzt noch im Waisenhaus. Da wollen wir jetzt auch hin. Enigma hat sich bestimmt was für uns ausgedacht. Da kannst du aber von ausgehen, Betsy. Ich meine, die Rätsel sind ja, also die an sich, die Rätsel sind ja immer gut gemacht. Aber das mit dem Autofahren und sowas muss nicht sein. Vielleicht finde ich hier ja nochmal so ein... Da hinten sind nochmal so Kameradinger und so. Die kann ich ja unterwegs kaputt machen noch. Ich habe gerade so rote Kamerateile noch gefunden. Pass auf. Da vorne. Ist ja nur ein kurzer Umweg eigentlich. Ja, das sind die Leute halt von dem guten Arkham Knight. Ah, der Hafen ist aber auch sehr, sehr gut gemacht, ey. LOL, willst du mich verarschen? Ich muss schon sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Gotham war ohne mich einfach nicht dasselbe, was? Scarecrow als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. Ja, ich muss halt sagen, es ist schon sehr gut gemacht natürlich, ne? Dass der Joker halt, guck mal, wo die den auch randommäßig auftauchen lassen. Guck mal, jetzt der hat sich jetzt auch gedreht oder was? Nee, doch nicht. Aber dass der hier so sitzt und sowas alles. Es ist halt schon sehr gut gemacht, aber ist halt trotzdem ein bisschen schade, dass er verreckt ist, ne? So, da haben wir. Na, guck mal da. Ich will auf Fledermausjagd gehen. Nicht vor morgen, Soldat. Bis dahin bleibt dieser Turm abgeriegelt. Nein,
Oh, Alter, ich habe gerade schon echt gedacht, ich bin auf der falschen Seite hier. Fuck, shit. Ich komme hier nicht rein, ohne erkannt zu werden, ne? Wie komme ich denn... Es muss ja eine Möglichkeit geben, hier in das Gebäude reinzukommen. Noch in dieser Stunde werde ich drauf gehen. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock für. Okay, von der Seite aus schon mal nicht. Ich kann ja auch nicht frontal da reinlaufen, oder? Okay, hier sind... Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Ah, fuck it, ey. Das ist ein bisschen wenig Kontrolle drin. Könnte aber auch an mir liegen. Mit jemandem vom Kaliber des Arkham Knights hatte er es noch nie zu tun. Der spielt in einer ganz anderen Liga. Er hat genug Panzer, das weiß ich. Es fühlt sich ja an wie ein scheiß Kriegsschauplatz. So. Muss ich wahrscheinlich so frontal da reinfliegen, wenn die Kameras mir gerade mal nicht auf den Sack gehen. Alter! Ich will sehen, was dieser Typ drauf hat. Bin ich gerade angegriffen worden? Ja. Nee. Kann ich... Moment. Halt. Falsch. Auch falsch. Bat-Ranks. Oder kann ich mit der Claw... Entfernte Gegner Objekte heranziehen. Kann ich mit der Claw... Ich kann ich mit der Claw die Drohne ranziehen, um die kaputt zu machen? Irgendjemand hat Angst. Ist schon mal gut für uns. So, ich will mal gucken, wenn die Claw, wenn die Drohne jetzt näher rankommt, ob ich die dann ranziehen kann. Wäre natürlich der Hammer. Nee. Schade. Okay, was ist denn mit dem Batarang? Kann ich die Drohne nicht kaputt machen? Ich kann die Drohne nicht kaputt machen. Ich möchte eine Rauchbombe werfen, danke. Warum kann ich die Drohne... Aua! Ich kann die Drohne nicht zerstören. Geht die nur kaputt, wenn ich hier innen drinne die Jungs ausschalte und so? Ja, und jetzt scannt die natürlich hier den Eingangsbereich. Die Fledermaus denkt sicher, sie gewinnt. Der wird Augen machen. Aua! Ach, scheiß drauf, ich geh da jetzt so rein. So. So. Kommt mal her, Jungs. Bang. So, das war's mit der Drohne. Und Moment, einmal Explosivgel. Das Batmobil kann ja, weiß ich. Selbstständig fahren. Explosivgel versprühen.
So, und jetzt müssten doch auch hier die ganzen Sahner kaputt gehen, oder? Bums. Wo ist die Drohne? Auf Angriff vorbereiten. Yep. That's me. So, wo ist denn, in welche Richtung ist denn... Ah, ist natürlich jetzt wieder aus. Dass die das nicht einfach mal anlassen können. Selina sitzt immer noch im Waisenhaus fest. Enigma hat sich bestimmt was für uns ausgedacht. Super Batman! Das ist nicht mehr Batmans Revier. Er sollte sich besser dran gewöhnen. Dem gehört doch Stan. So, was haben wir denn? Also hier ist irgendwo was, was man kaputt machen könnte. Wenn man könnte. Und da ist irgendwo eine Trophäe. Im Gebäude oder oben drauf? Ich guck mal, ob oben drauf. Weil im Gebäude... Ah, wobei... Die Karten sind detailliert genug. Ne, ist einfach nur, steht hier eins. Hinter so einer Matratze. Ist auch mal schön. Aha. Zeugt von einer großen Menge von Hinterhältigkeit. So. Ja, natürlich ist das jetzt zu, warum auch nicht? Willkommen im Rezeptorium. Keine Angst. Deiner Freundin ist nichts geschehen. Ja, ich glaube auch nicht, dass du alleine ihr hättest was antun können, wobei du hast sie auch gefangen genommen. Welche Frage stellt man nur nach gründlicher Reflexion? Rätsel scannen? Ein Druckschalter. Und Reflexion heißt ja so viel wie Spiegelbild. Dementsprechend gucken wir mal, was das Spiegelbild von diesen drei Dingern dazu sagt. Oder generell von mir selber oder von der Umgebung oder whatever. Okay, also der Spiegel zeigt nichts Besonderes. Nö. Erhalten? Okay. Nein, Batman. Du liegst weiter neben. Kein Objekt geortet. Ja, was sollst du denn auf ein Objekt orten? Achso, dann sollen wir mal hier gucken vielleicht. Welches, Frage kann man gründlicher Funktion sein oder nicht sein? Keine Ahnung. Reflexion, Spiegel, ich selber. Wer bin ich? Kann ich mich selber im Spiegel angucken? Kein Objekt. Nein. Welche Frage stellt man sich? Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich hier noch einen anständigen Spiegel finden würde oder so. Ich wette, auf Englisch ist es eindeutiger, das Rätsel. Gründliche Reflexion. Es wird halt schon irgendwas mit dem scheiß Spiegel zu tun haben. Was ist denn das für ein...
Nee. Finden wir noch irgendwo was anderes? Nein, da sind irgendwo keine 23. Okay. Alles ist die Nummer 23. Ich kann mich auch nicht selber sehen, ne? Nein, ich kann mich selber nicht sehen. Also das hier kann man sicherlich irgendwie drehen. Und dann wird da... ein Fragezeichen draus werden. Nee. Es sind aber... was kann man denn hier erkennen? Das da vielleicht? Nee. Welche Frage erkennt man erst nach gründlicher Reflexion? Das ist ein Zeitungsartikel. Was könnten wir denn hier? Was, wo ist denn irgendwas? Da ist nichts. Welche Frage? Also wahrscheinlich irgendwas, was hier im... sind irgendwas zu erkennen, was erst... dadurch lesbar wird, dass man das in dem Spiegel ansieht. Hier ist auch nirgendwo... hier sind noch Sachen an der Decke, ja, ja. Kein Objekt gefunden. Da steht nichts auf dem Papier. Es wird wahrscheinlich irgendwas sein, was man hier... aber wo steht denn was an der Wand? Eigentlich doch nirgendwo. Oder denke ich zu kompliziert? Ich denke bestimmt zu kompliziert. Kann ich so vielleicht? Nee. 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 Hier, das Ding kann ich leider auch nicht drehen, oder was? Was kann ich denn... welche Frage kann man erst beantworten nach gründlicher Reflexion? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung. Ich sollte dir ja helfen, solange ich im Waisen habe. Ach, weißt du was? Leck mich da am Arsch. Weißt du, ich probiere hier voll das... oh. War schon richtig gewesen. So, haben wir das? Haben wir das? Die 1, 2, 3 Ringe, die hier. So, nu. Fast, aber es trifft nicht ganz den Punkt. Warum nicht? Weil es nicht in die richtige Richtung ging, oder was? Ist hier irgendwo denn...
Ein Punkt auf dem Boden? Nee. Aber es trifft nicht ganz den Punkt. Warum nicht? Warte mal, hier an der Decke ist doch... Da ist doch irgendwo so ein komischer Scheinwerfer. Ist doch wieder eine Sache dessen, wie man zu stehen hat. Genau. Weil dieser Scheinwerfer hier oben, der ist nämlich dann der Punkt. Ach, Reflexion, bla bla. Nick mal, echt, du bist ein Spasti, weißt du das? So, müssen wir das erstmal richtig hinstellen. Nochmal. Ja, das war jetzt falsch natürlich. Nochmal. Ach Mann, ich hab die ganze Zeit nach einer richtigen Schrift oder so gesucht. Dabei war das eigentlich die ganze Zeit vor meinen Augen, was ich schon 5-mal gesagt habe. So. Pass auf. Tada. Nun gut, du hast dir wohl das Recht verdient. Ach, halt den Mund, ey, echt. Sie wird so erstaunt sein wie ich, dass du so weit gekommen bist. Ja, ich wundere mich gerade auch. Also ich hätte eigentlich früher drauf kommen sollen. Was ist das hier? Wird in die Luft gejagt? Hallo, Miezekatze. Oh, schön, dich zu sehen. Hi. Eddie wollte mir das beknackte Gesellschaftsspiel, das hinter dieser Tür wartet, erst zeigen, wenn du auch da bist. Ich hol dich hier raus. Tut mir leid, bin ich zickig? Das liegt bestimmt an dieser wunderschönen Halskette, die Eddie mir geschenkt hat. Mhm. Wirklich schön, was? Ein explosiver Glanz. So, hast du sonst noch irgendwas zu erzählen? Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Tja. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düsterer Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Ja. Ne? Neugier war der Katze tot. Oh, ich hoffe, ihr zwei vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Warum? Was ist denn diesmal? Da muss wahrscheinlich sie draufstehen. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Das könnte gut sein. Nee, oder... Okay, also ich gehe mal davon aus, dass Batman hier auf Blau stehen muss. Kann ich mit ihr wechseln? Ja. Und sie soll dann wahrscheinlich hier draufstehen. Oh, großartig. Noch mehr Fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Okay. Keiner von euch kommt da wieder ohne die Hilfe des anderen raus. Das heißt, 4? Warum 4? 5? 2? Was? Ich habe hier 5 Schalter und 3, die nächste Lichtshow der 1, Welt. Und du? 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2. Hat er genau dieselben Zahlen? 3, 4, 5. Ich hab die. 1, 3, 5, 2. 4. Ah, okay. Sie gibt die Zahlen, die er braucht, und umgekehrt. Okay, also merke ich mir erstmal die für Batman. Weil ich beide gerade vergessen habe. So. Was war das? 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2.
Tja, sieh an, das wäre geklärt. Ihr beide seid gleichermaßen dumm. 1, 3, 5, 2, 4. 3, 1 oder 1, 3? Nochmal, 1, 3, 5, 2, 4. Ja. Was hat sie denn? 3, 1. Nee, 1, 3. 3. Nein, das war der falsche. 1, 3, 5, 2, 4 oder 4, 2? Ich probiere es mit 2, 4. Okay. Oh, dunkler Recker. Ich kann kaum die unglaubliche Freude beschreiben, dich bei den einfachsten Ratespielen verzweifeln zu sehen. Ich entschuldige mich bei dir dafür, nein, ausgestellt zu haben, dass du dir gefügig schlagen kannst. Yeah! Na, also diese Doppelteam-Action sind schon nicht schlecht. Yeah! Bang! Guten Robots. Na schön, du hast einen weiteren Schlüssel verdient. Yeah. So, Miezekatze. Es geht die ganze Nacht so weiter, oder? Ich gehe davon aus. Hier sitzt ein Bär. Bat Trap, Cat Trap, Idiot Trap. Ja. Trotzdem ist ja Eddie immer der, der am Ende das Nachsehen hat. Na komm, sehr, Fräulein Miezekatze. So, wir müssen in den nächsten Raum. Ob wollen oder nicht. Das hat Spaß gemacht. Ich konnte was kaputt machen. Bist du in Ordnung? Ich bin okay. Ich brauche deine Anteilnahme nicht. Nur deine Hilfe, dieses Ding. Ja, ist okay. Sollen wir ein bisschen rumknutschen? Da habe ich genau die richtigen Knöpfe für. Ihr zwei habt keine... Ich weiß, was du da tust. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Hoffst, dass ich wahnsinnig werde, während du dich bei dem Rätsel anstrengst. Ha, Batman, ha! Ich stelle es auch einfach. Du musst jetzt nur noch am richtigen Ort stehen und scannen. Echt? Am richtigen Ort stehen und scannen. Okay, wir sehen auf jeden Fall so schon mal nichts Ungewöhnliches. Das war vorher nicht so, oder? Mit den ganzen Nummern auf dem Boden. Kein Objekt geortet. War das vorher schon Catwoman? Hast du eine Ahnung? Du hast dich noch nicht entschuldigt. Ich auch nicht. Für was? Dafür, dass Eddie mich wie einen von den Guten behandelt, als wäre ich einer deiner Helfer. Halb Gotham glaubt, dass ich dich mit Informationen versorge. Das tust du auch. Ja, wenn für mich was dabei rausspringt. Die glauben, ich mach das aus Prinzip. So, was finden wir denn? Ich muss nur noch irgendwas scannen. Das da, nein. Tut mir leid, dass die Kriminellen schlecht von dir denken. Hey, habe ich jemals jemanden verletzt? Ich bin keiner der bösen Batman. Ich bin eine Freiberuflerin. Entscheide dich für eine Seite, Selina. Dann muss deine Seite mir zahlen. Ja, aber die Heldenseite zahlt normalerweise gar nicht. Das ist ein bisschen undankbar, ich weiß, aber...